Ladislaus und Annabella von James Criss. In der Ecke eines Fensters unten rechts im Warenhaus sitzt die Puppe Annabella mit dem Bären Ladislaus. Annabella weint und jammert, Ladislaus, der grunzt und schnauft. Weihnachtsabend ist gekommen, doch die zwei sind nicht verkauft. Armer Bär, seufzt Annabella, arme Puppe, schluchzt der Bär. Tränen kullern in die Ecke und das Herz ist beiden schwer. In dem leeren Warenhause löscht man langsam Licht um Licht. Nur in diesem einen Fenster, da erlischt die Lampe nicht. Voller Mitleid mit den beiden lässt der brave alte Mann von der Wach- und Schließgesellschaft diese letzte Lampe an. Dann verlässt er Annabella und den Bären, welcher klagt, und mit sehr gepresster Stimme Lebewohl und Servus sagt. In der menschenleeren Straße, abendstill und schneeverhüllt, sind die beiden in dem Fenster ein betrüblich Jammerbild. Traurig vor der großen Scheibe fallen Flocken, leicht wie Pflaumen, und im Hause gegenüber glänzt so mancher Lichterbaum. 10 Uhr schlägt vom nahen Turme, und fast schlafen beide schon, da ertönt im Puppenhause laut das Puppentelefon. Hallo, fragt der Bär verschlafen, hier im Kaufhaus, wer ruft an? Da vernimmt er eine Stimme und die brummt der Weihnachtsmann. Oh, ruft Ladislaus erschrocken, was darf sein, ich bitte sehr. Eine schöne Puppenstube, eine Puppe und ein Bär. Das ist alles noch zu haben, ruft die Puppe Annabelle. Kommen Sie zum Warenhause unten rechts, doch bitte schnell. Das ist eine Überraschung. Ladislaus kämmt schnell den Schopf und die Puppe Annabella flicht ein Schleifchen in den Zopf. Und schon 10 Minuten später kommt ein Schlitten, kommt ein Ross und ein Alter steigt vom Schlitten und ein Schlüssel knarrt im Schloss. Ladislaus, der quiekt und jodelt, Annabella lacht und singt, als der Weihnachtsmann die beiden zu dem Pferdeschlitten bringt. Gerade in diesem Augenblicke kommt der brave alte Mann von der Wach- und Schließgesellschaft wieder kontrollierend an. Höflich grüßt er die Gesellschaft, springt zurück ins Warenhaus, holt die schöne Puppenstube und dann trägt er sie hinaus. Leise sagt er zu der Puppe, frohes Fest, mein liebes Kind, während eine kleine Träne in den großen Schnauzbart rinnt. Frohes Fest, sagt Annabella, frohes Fest, ruft Ladislaus. Dann wird's dunkel in dem Fenster, unten rechts im Warenhaus.